Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 70. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir werden heute mit Chani über die Familienkrypte der von Everix reden, aber davon muss ich das Problem der letzten Folge ansprechen. Das war diese extremen Tonprobleme doch, also sie sind doch so ziemlich extrem. Das Problem ist, also liegt am Aufnahmeprogramm, das ich benutze, also an dem Gerät, das ich benutze. Und ist so ein, wie soll ich sagen, so ein zufälliges Problem. Das tritt einfach ab und zu auf. Und in Witcher war es jetzt extrem schlimm, dass einfach der Ton total verkackt war. Manchmal ist es nur so ein bisschen und so, dann ist es nicht so schlimm, aber das war schon extrem. Ich hoffe, dass das Problem nicht mehr allzu häufig vorkommt. Und ich werde mir auch, sobald es geht, ein neues Aufnahmeprogramm holen, beziehungsweise ein neues Aufnahmegerät. Aber kostet auch alles Geld, ne, meine Freunde. Und ja, da muss ich halt gucken, wie ich das Ganze mache. Aber ich will mir auf jeden Fall demnächst ein neues holen und dann sind diese Probleme hoffentlich weg. Ich wollte es nur kurz ansprechen. Ich habe es ja auch im letzten Part davor, also am Anfang gesagt, dass es diese Probleme gibt, weil die sind doch schon echt extrem. Also mich hat es so richtig aufgeregt. Ich saß so da und guck mir das Video und ich mir so, boah, Alter, das kostet mich aber gerade richtig an, dass der Ton so verkackt ist. Aber genug davon. Gut. Seuchen können der Armee schlimmer zusetzen als der ärgste Gegner. Deine Dienste sollen gewürdigt werden. Und wie? Mit einer Medaille in Krötenform? Solche Medaillen hat die Armee nicht. Das war Ironie, du Depp. Geralt? Alles in Ordnung. Was hast du da im Gesicht? Mein neues Tattoo. Lange Geschichte. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Ihr könnt euch später unterhalten. Ja, natürlich. Ich arbeite am Gegengift. Dürfte nicht lange dauern. Steiner Zahn, die Frau Doktor. Gar nicht wie eine Gelehrte. Gelehrte müssen nicht hässlich sein. Ich meine, guck mich an. Grundsätzlich hässlich. Ich bin ja auch ein Gelehrter. Ja, Sie haben ja Hirn. Brauchen Sie keine Schönheit. Stimmt's nicht, Jungs? Oh ja. Aber wenn man beides hat, ist natürlich vorteilhaft. Ich würde Sie nicht mit der Kneifzange anfassen. Aber das ist anders. Außergewöhnlich. Du bist ein Glückspilzhexer. Sie hat dir schöne Augen gemacht. Wer tut das nicht? Uns guckt sie anders an, nicht wahr? Gib's zu. Du stehst auf sie, oder nicht? Schau, ist eine schöne Frau. Lässt sich wohl nicht bestreiten. Wie wahr? Und ihr Hexer habt ja besonders scharfe Sinne. Hier ist das Medikament. Die Lösung ist stark, also Vorsicht bei der Dosierung. Jeder Patient erhält dreimal täglich nach dem Essen exakt 2 Tropfen. In 3-4 Tagen müsste die Infektion nachlassen. Ich danke dir. Im ruhmreichen Namen Redanitz. Ja genau, und jetzt raus. Ich habe was Wichtiges mit ihr zu bereden. Du dienst jetzt der redanischen Sache. Ich diene Menschen, indem ich sie behandle. Dass sie Redanier sind, ist Zufall. Ich würde auch Nilfgaardern helfen, wenn es sich ergäbe. Bei Kettwänern, Edirnern, Zwergen, Elfen oder Halblingen wäre es genauso. Geralt, du kennst mich doch. Vielleicht mal eine nette Frage. Wo warst du denn in den letzten Jahren? Wir kennen sie ja gar nicht. Also ich kenne sie nicht wirklich. Geralt kennt sie ja von früher noch. Ja, stimmt. Als die Katriona-Krankheit gewütet hat. Scheint 100 Jahre her zu sein. Wo warst du seitdem? Was hast du gemacht? Nun, ich habe Vysimir verlassen und bin nach Ochsenfurt zurückgekehrt. Ich habe den Doktor gemacht und... Und da sind wir nie reingeschneit in die Praxis? Oh. Kurz danach brach der Krieg aus und ich wurde zwangsrekrutiert. Redanische Sanitätstruppe. Ja, typisch Ranvid. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Seit die Kämpfe vorbei sind, wohne ich zu Hause und behandle in der Praxis die Kranken. Ich muss nur allzeit bereit sein, wenn die Redanier mit einem schrecklich wichtigen Einsatz reinplatzen. Ich bräuchte deine Hilfe, meine... Diesmal brauche ich deine... Junge Dame? Ich dachte mir, dass du nicht nur so hier bist. Also, sag mir, was du brauchst. 50 Euro, danke. Hat das was mit dem Mal in deinem Gesicht zu tun? Nein, das ist doch nur mein neues Tattoo. Was in der Kanalisation passiert ist. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen in der Kanalisation mit der Kröte. Lange Geschichte, vertane Zeit, würde ich sagen. Geschichte. Fass sie zusammen. Zusammengefasst stehe ich tief in der Schuld eines gewissen... Sehr gut zusammengefasst. Wer ist das?
jemand mit Macht. Er könnte ein Magier sein, ein Dämon oder ein Djinn. Du weißt es nicht? Er hat große Macht. Oh ja, sehr große Macht. Er hat aber ich finde mein Tattoo immer noch cool. Jetzt muss ich im Gegenzug die Wünsche eines Adligen erfüllen. Ich muss den Geist seines Bruders beschwören und ihm die Sause seines Lebens bereiten. Einen Geist unterhalten? Wie willst du das machen? Geisterfrauen, Geisteralkohol. Ich muss sein Grab finden und ihn herbeirufen. Dann sehe ich weiter. Aber das ist Nekromantie. Ausgesprochen riskant. Involviert höhere Magie. Odin hat mir erklärt, wie es ohne Zauberei und Nekromantie geht. Er hat mir dieses Gebräu gegeben. Und ein Rauchfass brauche ich auch. Oh, das lässt sich machen. Im Lagerhaus der Akademie ist eins. Das kann ich dir holen. Danke. Keine Ursache. Aber gefallen tut mir das nicht. Muss es auch gar nicht. Jammer nicht, nee, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss diesen Geist beschwören. Verstehe. Wessen Geist ist es? Es ist Olgierd von Evereks Bruder. Von Evereck? Im dritten Jahr in Ochsenfurt musste ich zwischen den Kursen Perlen der Weisheit der Hierarchen und die großen Dynastien Redaniens wählen. Ich nahm Dynastien. Und da kam wahrscheinlich auch Evereck vor. Von Eberborst, von Ästheken, von Evereck. Olgierd hatte angeblich einen Bruder namens Vladimir. Genau, den suche ich. Beziehungsweise das, was von ihm übrig ist. Danke. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, auf die gute Dame ist Verlass, meine Freunde, ne? Muss man schon sagen. Es steht hier, die Krypta ist das reinste Kunstwerk. Ich würde sie gern mal sehen. Treffen wir uns doch am Eingang. Ich bring das Ah, ich will eigentlich nicht, dass du schon wieder dich irgendwie vielleicht in Gefahr begibst, nur wegen... Aber okay. Sagen kann ich ja eh nichts. 102 Erfahrungspunkte nur für das Gespräch. Geil. Wo bin ich? Muss hier runter? Hallo. Wir sollen Shani vor der Familienkrypte der Evereks, der von Evereks natürlich, um Gottes Willen, damit wir nicht den Namen in irgendein schlechtes Licht rufen. Ich meine, das von muss schon dabei sein. Treffen. Wir können auch zum Barbier gehen und mal eine neue Frisur machen, aber dafür haben wir gar keine Zeit, meine Freunde. Da ist die nächste. Kann ich darüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, doch. Zinger, Geralt! Kennst du was wie spitze Dinge nicht? Er springt einfach hinüber. So, hallo. Dann reisen wir mal schnell in die Richtung davon. Also, was wieder Stufe 36 hier. Es läuft nach oben. Und hier die Burg Zyzo ist das nächste. Hier gibt es auch den habe ich ausgesprochen gemacht, den Runenschmied. Der kann eben meine Rüstung mit Runen verzaubern. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen offscreen, mir so ein paar Runen reinbauen, weil ich möchte die Katzenrüstung eigentlich schon gern behalten, weil ich finde die richtig geil. Es gibt zwar hier und da bestimmt bessere, gerade auch dieses orphirische Zeug, das ist wirklich besser, aber die Katzenrüstung ist schon so der Shit, finde ich. Na, gucken wir mal, ne? Rufen wir mal unser geliebtes Pferd. Da unten gammelt's ab. Na, komm her. Komm her. Na, kommst du da durch? Ja, natürlich kommst du da durch. So, sehr schön, dann die Richtung. Entschuldigung, der ophirische Stuff ist auf jeden Fall besser von den Rüstungswerten. Ich finde die Katzenrüstung vom Look her und weiß ich, sie gefällt mir einfach. Und dann mit Runen noch drin, die haben ja jeweils, die zwei Schwerter haben jeweils drei Runenplätze. Und die Rüstungswerte haben auch viele Plätze. Also ich glaube, die Brust 3, Hose 2. Also das ist schon geil mit den Runen, wenn man da halt sich geile reinhaut irgendwie. Mehr Angriffskraft oder das eben, oder zum Beispiel Axi stärker wird, was wir am meisten benutzen. Dann könnte es schon ganz schön fresh werden, meine Freunde, glaube ich. So, hier ist also die Krypta. Das alte von Evereck Anwesen müsste das hier sein. Noch steht sie nicht da. Saucht sie aus dem Gebüsch auf. Ah, da ist sie doch. Sie flechtet einen Rosenkranz. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei. Warte auf dich und flechte eine Girlande für die Girlande nennt sich das heutzutage.
sieht sehr schön aus, tatsächlich. Aber ich würde auch gerne wissen, wer heiratet. Das sieht sehr hübsch aus an mir. Geschickte Hände hast du. Das hoffe ich doch. Ich bin Chirurgin. Diese Beschäftigung gefällt mir besser. Ich würde trotzdem gerne wissen, wer heiratet. Heiratet sie? Chirurgie ist auch schön, sag ich dir. Ja, so Leute aufschlitzen hat schon was, ne? Aber hier draußen gefällt es mir viel besser. Gerald ist so ein kleiner Romantiker geworden, ne? Im Laufe des Let's Plays hier. Früher war immer so Schlachten, jetzt ist er romantisch. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Oh Gott, keine Ahnung, was ich da brauche. Danke, das könnte noch nützlich werden. Ein Rauchfass haben wir damit erhalten. Und wir finden jetzt nicht mehr raus, wer heiratet. Aber ich denke mal, also ich weiß nicht, ob sie heiratet, aber wieso sollte sie sich selber eine Girlande flechten? Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Der Luxus war kein Geld mehr da. Kommen wir dann durch? Ja, tatsächlich. Ist einfach offen, okay. Das ist mir zu unheimlich. Das ist kein Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Das ist schon a little bit creepy. Das Ganze hier. Ach, Erscheinungen, die sind noch nur Problem. Außer sie verpissen sich. Uah, da hat's geleckt. Hey! Bams! Bam! Sollen wir mal ein paar Mal auf die Presse geben? Sie hat mich in die Ecke eingesperrt. Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Eine ist tot. Fight for me! Uah! Sie kommt von allen Seiten! Ich sehe nichts. Komm! Stirb! Jetzt! Ja! Uchika! Fight for me, Bro. Kann ich mich auf die. Was soll denn der Scheiß? Kann ich überhaupt. Die kommen so schnell, schlagen so schnell zu. Geh weg jetzt. Brot essen. Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ja, das wäre angenehm. Ich will erstmal den Stuff mitnehmen. Gerald, nimm dir schon aus der ersten Asche alles mit. Wir brauchen das vielleicht noch irgendwann. Ich habe echt gemerkt, dass Looten echt sinnvoll ist. So, hier in der Mitte ist einfach... Moment, da ist noch was. Leute, der Loot gehört mir. Was ist das in der Mitte? Das ist Behälter? Kann man da einen Kopf reinlegen oder so? Zu Ehren der Toten, alter Brauch. Okay. Was gibt es hier sonst noch so? Wir können auch hier in den äußeren Bereich gucken. Wir sollen da auch hingucken. Oh, da ist was. Eine Inschrift. 19, geliebter Sohn und Bruder. 19, ist er mit 19 gestorben? Sehr, sehr jung. Oh Gott. Honorati, geliebte Frau von Kestatis, gestorben 1257. Also schon ein ganzes Weilchen her, meine Freunde. Wo bin ich denn hier jetzt? Hilfe! Wer liegt hier? Eulalia von Everick. Eulalia. 1250. Finde ich schön. Ich meine, wir machen hier gerade im Endeffekt Grabraub. Das ist mir auch bewusst. Aber ganz ehrlich, Leute, ist mir egal. Weg hier. Kestatis, den suche ich nicht. Nee, die anderen hast du aber auch nicht gesucht, hast du trotzdem alle vorgelesen. Und ihn lässt du jetzt aus. Asozial. Alter Grabstein. Inschrift fast völlig verwittert. Okay, ja, so lange dürfte Vlodomir nicht tot sein, schätze ich mal. Den hatten wir schon, okay. Ah. Bist du Wand. Ich kaputt mach. Wählst du jetzt bitte A aus? Eine Wand, die ich kaputt machen kann. Ah, was ist hier? Eine Leiche? Warum, was macht hier eine Leiche? Ein Schlüssel zur Krypta, ein Krypta-Schlüssel. Können wir vielleicht noch gebrauchen? Schätze ich jetzt einfach mal. Also müssen wir jetzt einfach das richtige Grab finden. Da ist ein Schwert. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Deine Inschrift. Wladimir. Sohn Bohumils und Christinas. Verbreite in allen Räumen den Weihrauch. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Haben wir bestimmt als... Ah doch, ja. Das Rauchfass. Inzwischen weiß ich, wie es funktioniert. So, Leben der Hand halten. Und Tod und Chaos hinein. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Nee, lass die ruhig draußen. Nein, ruhig draußen lassen, Bro. Verblichener, erhebe
Ich finde es gerade echt gut, dass wir das ganze Geld klauen, aber... Ich laufe aus Versehen rein, drücke dann X. Das ist gar nicht meine Absicht. Erhebe dich, der du lange schon verschieden. Oh, der Rauch hier hat wieder jemand gekifft hier drin, Alter. Ich als Freund, denn ich komme in... Oh Mann, man kifft doch in Kryptas nicht. Die Jugend von heute. Mensch. Verblichener, erhebe ja, Gerald, du musst nicht immer das Gleiche sagen. So. Rauch, Rauch, Kiffi, Kiffi. Sehr schön. Leben. Nein, hör auf, die Sachen mitzunehmen. Gerald, du sollst nur sprinten. Die Kerze anzünden. Entzünde die große Votivkerze, um das Ritual fortzusetzen. Das ist natürlich kein Problem für unseren lieben Gerald. Shanti, Shandi, wie hieß sie? Ich kann mir keinen Namen merken. Ist auch draußen geblieben. Leben und Tod und Chaos hinein. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass siegen. Nö. Ich dachte, dass ich es trinken muss, oder zumindest munden. Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everett erwecken kann. Das hab ich gefunden. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir. Sein Bruder Olgierd schickt. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Okay. Okay, es sind ganz normale Schwertkämpfe eigentlich, also nichts Besonderes. Sie ist weg. Können sie nicht töten, also nur stark anschwächen. Oder was denn? Ui. Kestatis, kämpfe für mich. Mit 20 Knödel, Alter, geil. Batz, Junge, es gibt jetzt hier auf die Fresse. Na, wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann. Ich meine, ich wollte hier nur ganz nett den Herrn Vlod rufen, ja? Die machen mir hier einen Stress sondergleichen. Ich darf nur draufhauen, bis er keine Ausdauer mehr hat, dann kann er nicht mehr so oft blocken. Ernest, komm her. Bams, bams, bams. Weg da. Na, wo ist Vlod? Werde ich ihm bald begegnen? Ah, Leute. Ich glaube doch nicht im Ernst, dass ihr Gerard von Riva besiegen könnt. Mit seinem coolen neuen Tattoo. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wengele. Wer bist du? Ja, bestimmt Vlod. Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everex. Wenigstens tritt uns mal einer einigermaßen nett gegenüber. Ja, hat jetzt nichts ganz geklappt. Ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen, wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Das ist ein schlimmes Problem, glaube ich, wenn man tot ist. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Ja, die Omas. Ich hoffe, dich zu rumsupporten, das ist nicht so nett. Lass mal Party machen, Bro. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe ihn schon verletzt, aber... von einem Bekannten von Olgierd. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja... Genau deswegen bin ich hier. Dein Bruder schickt mich. Du hast gesagt, du amüsierst dich gern. Zufällig bin ich deswegen hier. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was wird dich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Was zu reiten? Was anderes ginge. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren?
Wie bist du gestorben? Nee. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Ja, natürlich. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Ja, das ist... Du kannst dir den Sack nicht kratzen, aber ein Schwert kannst du aufheben. Das ist ein blöde Gedanke. Das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ja, okay, du kannst dich vielleicht mal besser anziehen. Das stimmt, so würde ich auch nicht ausgehen. Ja, genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass eine andere Person, genau, ein Körperlein sozusagen, ist zwar nicht ganz nett, aber... Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Er will bestimmt meinen, lass mich raten. Oh, nein, nein, nein. Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Er will meinen. Oh doch, doch, kommt es. Und da liegt Geralt. Au! Und das bin jetzt nicht ich. Der Tod war ein kleiner Preis für einen sondern Vladimir. Auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kauen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit. Stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Vladimir. Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt. Würdest du mir erklären, was los ist? Tut mir leid, dass du... diese wirklich eigentlich schön gestaltete, romantische Ausuferung erleben musstest. Verzeih, ich meinte nicht dich. Wen denn dann? Na, Vladimir. Vladimir. Geralt, hier ist... Ja, sie sieht ihn nicht. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welche Möglichkeiten? Legen wir ein paar Regeln fest. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir. Sie denkt sich auch so, was tut der Typ? Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Karottenkopf? Ich soll Vladimir von Everett Hause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wunderübel meinen Körper leihen. Warte mal. Willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Ja, aber da. Neben mir und lächelt davor. Spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht.
Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Ja, ob er das dann richtig einfach so hinnimmt, wenn sie das einfach so sagt? Also dann zum Beispiel. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Aber er merkt sofort, dass es nicht mehr Geralt ist. In dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Wir sind jetzt hier Wladimir. Deshalb sind wir hier krass. Und deshalb sagen wir einfach, Geralt ist ein richtiger Langweiler. Ehrlich zu sein und unter uns, dieser Hexertyp beleidigen wir uns selber. Ein grässlicher Langweiler. Nur manchmal. Ha, wir sind vom selben Geiste. Warum gehen wir nicht kurz in die Büsche? Wir sind vom selben Geiste. Lass uns ficken! Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Das ist der neue Anmachspruch. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bessere Idee als Bordell. Und sie hat mich zur Hochzeit eingeladen. Allerdings brauche ich einen Begleiter. Ah, ihre Freundin. Ich hätte gehofft, dass Geralt sich bereit erklärt, wenn er mich die Gelandepflichten sieht. Aber, naja, umsonst gehofft. Keine Bange, Häschen. Ich werde dich begleiten. Es gibt in Redanien keinen besseren. Hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, sie abzuchecken. Und jetzt macht's Wladimir. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, darf ich jetzt Wladimir steuern? Warum nicht? Ich mag gleich keinen Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betrieben. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig. Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos, meine Freunde. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Weib kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everek, berühmt für seinen Frauengeschmack. Ja, ja, ja. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh, die Heuböden warten. Wir sollen ihm ja die Sau seines Lebens bereiten. Daher würde ich sagen, wenn sie das auch will, hätte ich damit kein Problem, theoretisch. Weil wir waren ja... Also ich weiß es halt nicht. Aber wir sagen einfach mal, Shani hat mir mal viel bedeutet. Und wir waren einst mehr als Freunde, vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Also, sich selber Komplimente zu machen, da ist er sich nicht zu schade für. Sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in andere Leute gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los, ich bin direkt hinter dir. Na, solange du nicht in mir bist. Wie wir genau gleichzeitig da langlaufen. Das ist richtig cool. Oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Oh, was das? Nun gut, wir steigen kurz die Stufe. Also wir sind die Stufe ja schon aufgestiegen, aber wir werden uns kurz einen Punkt zuweisen. Und zwar werden wir uns das hier weiterhin mal ausrüsten. Mit dem Bluteneffekt, der dann stärker wird. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von The Witch 3 Wild Hunt. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf die Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.